genau so war das. Ne? Ich weiß nicht, sind wir unter uns oder können wir aufreden? Im Jürgen seine, die ist ab. Tatsache. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Aber das ist generell nicht, man weiß heute nicht mit Frau, aber egal was. Kannst du nehmen, was du willst. Ne? Hast du eine, haut sie ab. Hast du keine, siehst du auch nie. Ne? Das ist immer. Und der Jürgen sagt jetzt, er ist froh, dass, ne, aber. Ne, der ist schön, dass er. Ne? Ja, das sind die Tatsachen. Ja, das ist die Kehrseite von der anderen zwei Medaille. Ja. Ja, das ist schon. Aber ich sage, er soll froh sein, dass die fort ist. Ja, das war einfach, ne? Das merkst du, wenn eine. Und die war immer so ein Problemding. Gibt so Leute, immer ein Problem. Das Gesicht auch. Ja. Nee, immer so lang mich nicht auf, frisch gestrichen, so ein Gesicht. Ne? Ja, das gibt so Frauen, wo, ne? Wo ist ein Problem, du's her, ich bekämpf's. So war die immer. Ne? Das Problem, was die hat, ist, ne, wenn die mal kein Problem hat, ne, da hat ich schon wieder eins. Ne? Wenn's der zu gut geht, fängt das Hölle an. Na, warum hatten die aufgehört? Die war ja Lehrer, praktisch, Grundschule. Na, auf einmal ja, nein. Na, die war privat versichert. Na, das musst du dir mal auf die Zunge vorstellen. Na, die war privat ein halbes Jahr noch und der hätte sie Beamtin, lebenslänglich hätte sie der gegeben. Aber wo die noch mit dem Jürgen zusammen war, die hat als Bücher, stapelweise Bücher, ne? Und die hat die gelesen. Auch immer von so Problemleuten, immer so, der eine war in der Stadthalle mit seinem Dia-Ding, der, wie heißt der da, nicht Wallraff, der Ammer, der, was immer die Spinne frisst, mit den Kannibalen und dann überlebt. Neberg, genau. Günter Neberg. Der, das ist also ein Zipfelgesicht. Ne? Der, immer Problem. Der steht früh auf und überlebt. Kleiner am Frühstück, sofort überlebt er, jeden Tag. Wenn der mal einen Tag nicht überlebt, da wird er schon nervös. Das ist, was passiert. Der Neberg. Der und die Messner, die zwei, das sind so Astronauten da, ne? Das sind die Allerschönsten. Das sind die Erstbesteiger vom Mond. Heimlich, weiß niemand. 1965 sind die heimlich auf dem Mond. Bloß zum Training. Ne? Ohne Sauerstoff. Aber ganz nuff. Da war neulich der Komiker im Fernsehen. Der weiß immer die Witz. Gibt's ja zwei, der mit dem Witz und der andere weiß ich immer umziehen. Aber der mit dem Witz hat einen Messnerwitz. Warte mal. Wie war denn der? Ja, spielt keine Rolle, aber war. Nee, war einwandfrei, ne? So richtig der Messner. Der Messner, ne? Der rennt aufs Matterhorn und schmeißt kein Papierle weg. Dann steht er oben, ja, Schluss mit der Müllverschmutzung. Ne? Und Kernkraft ist böse. Wenn wir die Erde nicht ganz lassen, geht sie kaputt. Ne? 1000 Kilometer vom Problem weg, hat er die Lösung da oben. Ne, wo die Luft schon langsam ein bisschen. Ja, aber es muss auch geben. Ne, aber. Das ist alles komplett am Ding vorbei. Ich sage jetzt nicht nach mir die Sinnflut, aber was bringt denn das alles? Das ist
Ja, der Mensch ist nicht dazu da, dass er den Planet auf Dauer. Das war noch nie. In der Steinzeit auch nicht vor 500 Millionen Jahren. Ja, da sind wir Wiese und dann haben wir Feuer und die Tiere weggejagt und zack und fertig. Dann sind wir weiter. Das war doch uns egal, was dahin jetzt ist. Ja, und wir sollen heute Sparlampen einschrauben. Was bringt denn das, wenn wir Sparlampen einschrauben? Na, dann geht die Welt in 5000 Jahren zwei Wochen später um. Na, da haben wir aber den Hauptgewinn. Da sind wir ganz vorne dabei. Einwandfrei. Und dann sagen die in 5000 Jahren, oh, zum Glück haben die damals vor 5000 Jahren Sparlampen eingeschraubt. Na, jetzt haben wir noch genau zwei Wochen. Na, was machen wir jetzt nicht so lange? Taschenlampe holen für den Notfall. Ja, ganz klar. Ne? Jetzt habe ich den Witz mit Messner. Stimmt ja. Treffen sich zwei Yetis. So war's. Zwei ganz normale Schneemenschen. Die laufen da im Schnee jeden Tag. Geradeaus war scheint's. Und auf einmal bleibt der eine stehen und sagt: Du, pass mal gut zu. Ich hab gehört, diesen Messner gibt's wirklich. Und jetzt wollen wir, wie ist denn der weitergegangen?